Das hier ist die OxoCard Connect Make Edition. Das ist ein kleines ESP32 Experimentierboard mit eingebautem Display, einem Cartridge-Connector, einem kleinen Joystick, was man erweitern kann. Und es sind ganz, ganz viele Erweiterungsteile, zum Beispiel auch ein kleines Breadboard, ein Servo und so weiter, mit im Set drin. Damit kann man programmieren lernen, man kann Microcontroller-Projekte einfach mal ausprobieren und man kann damit natürlich auch Prototypen bauen. Das Ganze hat WLAN und wird über den Browser in NanoPy programmiert. Man braucht dafür nicht mal einen Benutzer-Account. Dafür gibt es aber jede Menge coole Beispiele und Experimente, die man ausprobieren und nachmachen kann. Und Daniel Bachfeld, der Chefredakteur von Make Magazin, der zeigt uns heute mal, was denn da genau drin ist, wie es funktioniert und hat uns auch ein Beispielprojekt mitgebracht. Viel Spaß! Hallo Daniel, du hast die OxoCard Connect Make Edition mitgebracht. Genau. Magst du einmal zusammenfassen, was das ist, was man damit machen kann? Das erkläre ich gerne. Die Makey Connect oder die OxoCard Connect ist im Grunde genommen ein kleiner ESP32, wo schon ein Joystick mit dabei ist, ein Display, also ein Farbdisplay dabei ist, Speicher, WLAN und das Besondere, es hat einen besonderen Connector, einen Cartridge-Connector, wo man verschiedene Cartridges, wie der Name schon vermuten lässt, anstecken kann, die verschiedene Funktionen haben. Luft, ein Breadboard kann man anschließen und so kann man verschiedene Experimente mit diesem kleinen Teil durchführen. Und ich würde euch jetzt gerne einfach mal ein paar Beispiele zeigen, was man an Beispielen durchführen kann, wie leicht es ist, das Ganze zu programmieren und dass es echt Spaß macht, damit zu arbeiten und schnell zu Prototypen kommt. Ja, wie Joey schon gesagt hat, wir haben jetzt ein eigenes Produkt, das wir zusammen mit dem Hersteller Oxon aus der Schweiz rebrandet haben. Wir haben mit dem zusammen auch die Sachen konzipiert, was drin sein sollte in diesem Inventors-Kit, wie das ganze Set heißt. Wir haben hier also eine OxoCard Connect drin. Wir haben hier eine Cartridge, die mit einem Breadboard versehen ist. Die kann man dann hier reinstecken. Und ich zeige euch gleich mal die Elektronik, die man dort draufstecken kann. So funktioniert das Ganze zusammen. Und man programmiert das Ganze entweder über USB oder über WLAN. Wie komfortabel das ist, wenn man nicht immer wie bei einem Arduino dann mit einem USB-Kabel rumfuhrwerken muss. Wir haben in diesem Set noch ein Servo mit den ganzen Hörnchen und drumherum, um etwas anzusteuern. Natürlich, um das Breadboard zu verkabeln, ganz viele Jumper-Kabel. Wir haben ein PIR für Bewegungsmelder-Experimente. Und wir haben hier eine kleine Tüte mit ganz vielen verschiedenen elektronischen Bauteilen. Unter anderem ein LDR, also einen lichtabhängigen Widerstand, um die Helligkeit zu messen. Das ist zum Beispiel, wo ist er? Gleich haben wir ihn. Da ist er. Das hier ist der LDR. Und dann haben wir noch ein NTC, einen temperaturabhängigen Widerstand, mit dem ich dann Temperaturen messen kann und über einen Spannungsteiler dann über einen Analog-Digital-Wandler messen kann, was rauskommt und dann ausrechnen kann, welche Temperatur gerade herrscht. Es gibt hier diverse Widerstände für die Bauelemente. Es gibt ein paar LEDs. Das sind hier im Grunde genommen Neopixel, die jetzt nicht als Neopixel auf einem flachen Band aufgedruckt sind oder aufgelötet sind, sondern eben mit Beinchen. Davon gibt es insgesamt 5 von diesen Neopixeln, um RGB-Farben darzustellen. Hier ist nochmal eine andere LED, die man dann über einzelne Beinchen ansteuert. Wir haben einen Buzzer dabei, um Töne zu machen. Dann haben wir noch ein Poti und diverse kleine Knöpfe, um Eingaben zu machen. Und ich würde jetzt gerne mal in ein erstes Beispiel einführen und euch zeigen, wie das funktioniert und wie man es programmiert. Ich bin jetzt hier in der NanoPy Online IDE, dem Editor. Und ihr seht jetzt hier schon ein erstes Beispiel. Das ist das Servo-Beispiel, wie man ein Servo programmiert mit der IDE. Und ihr seht, dass hier links sind ganz viele Beispiele aufgeführt und für verschiedene Modelle auch der OxoCard. Wir haben ja jetzt die OxoCard Connect und genau den Elektronikus, das Innovators Kit. Und auch da gibt es verschiedene Beispiele. Und ich habe jetzt schon mal den Servo hier geöffnet. Und in der Mitte sehen wir jetzt das Coding-Fenster. Das, was hier so schön bunt schon highlighted ist, ist eben NanoPy, was angelehnt ist an MicroPython und ein bisschen Processing, diese andere Programmiersprache, die man vielleicht von Arduino ja mehr oder minder kennt. Und rechts haben wir dann Tutorials und weitere Dokumentation zu den jeweiligen Beispielen. Wir haben jetzt hier das Tutorial für den Servo eingeblendet. Da kann man jetzt hier auf Weiterklicken. Da gibt es ein paar Erklärungen, was man jetzt eigentlich braucht.
und 3 Drähte in diversen Farben und Länge und ein Servo. Das Ganze haben wir ja hier schon mal vorbereitet. Wir haben hier also das Breadboard, wir haben ein Servo und wir haben 3 Drähte bzw. Jumperkabel. Damit das Ganze noch ein bisschen komfortabler ist, liegt den Boards oder den Inventors Kits auch noch so ein, Stiftleisten bei. Dann kann ich nämlich den Servo viel einfacher verkabeln. Ich stecke das hier rein und kann also direkt in das Breadboard dann reinstecken. So sieht das dann aus. Und jetzt muss ich diese Ausgänge hier auf der linken Seite, die sind, haben Namen, die sind gekennzeichnet mit Spannungskennzeichnungen. Ob es I2C ist, das sind dann SDA und SCL zum Beispiel, oder ob es ein Eingabe- oder ein Ausgabeport ist. Und wir verbinden jetzt zunächst mal den Servo mit der Spannung. Und dazu gehen wir hier in dem Tutorial wieder auf den Punkt Aufbau der Schaltung. Und wer gerne eine Schaltung mag, der kann sich dieses Bild anzeigen lassen. Wer es gerne in Fritzing Art haben möchte, der kann sich dieses Bild anzeigen lassen. Und dann fangen wir einfach mal an. Also, wir müssen das rote Kabel an das rote. 5 Volt muss an rot. Dann fangen wir mal an. Also 5 Volt ist das zweite von oben. Das muss hier in die Mitte. Da muss man ein bisschen quetschen, damit das passt. Dann nehmen wir das schwarze. Das schwarze ist Ground, also Masse. Das muss anders. Am besten drehen wir dann das Ganze um. Dann passt es auch besser. Dann machen wir das an Ground. Jetzt ist es drin. Und jetzt noch dann ein Signal. Das wäre das Gelbe, das wir dann an den Port IO01 anschließen. IO01, das ist jetzt nicht ganz so schön wie in der Zeichnung, aber funktional. Wir haben jetzt hier also alle 3 Pins des Servos verkabelt. Rot ist die 5-Volt-Leitung, schwarz ist die Ground-Leitung und gelb ist jetzt hier an Pin IN01 mit dem Servo-Pin, mit dem eigentlichen Steuerpin des Servos verbunden. Also der gelbe, und über den gelben geben wir nachher ein PWM-Signal rein, um den Winkel dann des Servos zu steuern. Das Ganze schließen wir jetzt an die OxoCard Connect an und programmieren es. Vorher müssen wir allerdings die OxoCard erstmal wo anschließen. Und zwar gehen wir dann hier in das Menü, in das linke oben, meine Geräte. Ich habe hier schon verschiedene OxoCards am Start. Und wir schließen jetzt diese OxoCard hier an. Und als Bootscreen gibt es natürlich dann Makey, sehr schön. Und diese OxoCard war ursprünglich schon mal mit einem Netzwerk des Make-Magazins verbunden. Wir sind jetzt hier bei Joey in der Werkstatt, die hatten etwas anderes WLAN, aber wir können das Ganze auch über USB betreiben. Und dazu muss ich einfach in der Oberfläche von der NanoPi IDE einfach hier auf seriell verbinden klicken. Das Ganze mit dem seriell verbinden klicken funktioniert unter Chrome und Edge, nicht unter Firefox. So, jetzt machen wir seriell verbinden, dann wähle ich hier die serielle Schnittstelle aus und sage verbinden. Und jetzt ist das Ding verbunden. Und jetzt kann ich die Cartridge anschließen auf der linken Seite. Ich stecke sie an. Zip. Er erkennt, die Cartridge ist connected. Und das Praktische ist, alle Cartridges haben, ich zeige das mal hier mit einem Pika, alle Cartridges haben ein EEPROM. Und auf dem sind schon mal bestimmte, ich nenne sie mal Sketches oder Skripte, vorgespeichert. Und die werden automatisch gestartet, sobald ich so eine Cartridge anstecke. Ich kann jetzt an der Stelle schon erste Experimente machen, ohne dass ich irgendwas selber aufgebaut habe. Wenn ich hier Press to Start mache, dann fängt jetzt der Servo an zu toben, weil eigentlich sollen die LEDs hier angesteuert werden. Das ist jetzt so eine Lichtdemo, Fading Lights. Und auch die Fading Lights funktionieren ja über eine Servosteuer oder ein PWM-Signal. Und das ist jetzt zufällig, steuert das auch schon mal den Servo mit. Das ist jetzt zufällig, weil genau in den Beispielen auf diesem Breadboard diese LEDs so angesteuert werden, passt das sehr gut zur Ansteuerung auch des Servomotors. Aber um es ein bisschen kontrolliert oder selber zu steuern, da programmieren wir jetzt natürlich einen eigenen Sketch dafür. Dann gehen wir jetzt wieder zurück in die IDE und hier sind schon ein paar Sachen voreingestellt. Wenn ich das Ganze jetzt starte, indem ich hier auf diesen Button Code ausführen klicke, dann überträgt er den Sketch
Jetzt ist erstmal noch nichts weiter passiert. Ich kann jetzt hier in diesen Reiter Konstanten gehen. Und klingt ein bisschen doof, dass man Konstanten immer ändern soll. Eigentlich sind ja Konstanten Konstanten und nicht Variabel. Aber man kann über dieses Menü, kann man hier verschiedene Werte über Slider noch einstellen. Ihr seht hier in dem mittleren Fenster, Const Angle ist minus 68 Grad. Also ein Servo kann ja in der Regel zwischen minus 90 und plus 90 seinen Winkel einstellen. Hier ist minus 68 Grad eingestellt. Und man kann jetzt aber sukzessive diesen Winkel ändern, indem man einfach diesen Slider verändert. Dann wird das Programm jedes Mal neu übersetzt, auf die OxoCard geladen. So kann man also während des Programms, während es eigentlich läuft oder einmal durchlief, kann man verschiedene Änderungen vornehmen an dem Programm, um zu gucken, wie verändert sich das Verhalten des Programms. Das ist im Vergleich zum Arduino viel einfacher, weil beim Arduino muss ich in den Code reingehen, ich muss manuell etwas ändern, ich muss den Code übersetzen, ich muss den Code wieder hochladen und dann gucken, was passiert. Hier ist sozusagen alles in einer Funktion gleich integriert. Wenn ich hier eben den Winkel ändere und jetzt hier kurz dorthin klicke, dann wird der Code schnell übertragen, er wird ausgeführt und der Servo ändert sich, sodass ich also nicht alle Schritte selber durchführen muss und das Ganze funktioniert viel, viel schneller als beim Arduino. Das wäre jetzt das Beispiel, wie man den Servo steuert. Also links die Beispiele, die man sich alle angucken kann, in der Mitte das Codefenster und rechts die Tutorials dazu immer. Jetzt wollten wir als zweites Beispiel zeigen, wie man den NTC ausmisst und das Ganze dann vielleicht mit dem Servo koppelt, dass der Servo, je nachdem welche Temperatur der NTC gerade misst, eine unterschiedliche Stellung einnimmt. Und das bauen wir jetzt mal auf. Dazu gucken wir mal wieder praktischerweise in die Beispiele, wie könnte es funktionieren, wenn man es alleine machen würde mit dem NTC. Dann wählen wir hier links das Beispiel NTC aus. Also wir sehen schon etwas umfangreicher, das Beispiel. Dazu kommen wir gleich. Was sind die benötigten Teile? Ich brauche Drähte in diversen Farben, einen NTC-Widerstand. Der grüne sieht ein bisschen aus wie ein Kondensator oder eine Pille. Das ist der NTC. Und wir brauchen einen 220 Kilo-Ohm Widerstand. 2200. Hier haben wir 220 und hier haben wir ein 2,2K. Das ist der richtige. Okay, die Drähte holen wir gleich dazu. Dann gucken wir uns den Aufbau der Schaltung an. Wie soll das aussehen? Wir brauchen also wieder eine Spannung. Wir brauchen den Widerstand und den NTC. Das Ganze funktioniert darüber, dass der NTC und der Widerstand bilden einen Spannungsteiler und wenn sich die Temperatur ändert, dann fällt an dem NTC eine andere Spannung ab. Und diesen Unterschied, den messe ich einfach über einen Analog-Digital-Wandler und kann dann eben dann ausrechnen über das Verhältnis des Spannungsteilers, welche Temperatur gerade herrscht. Aber jetzt verkabeln wir erstmal den NTC und den Widerstand. Wir bauen das jetzt ein bisschen anders auf, als es in dem Bild ist, weil wir ja zwei Schaltungen aufbauen, brauchen wir auch ein bisschen mehr Platz. Also wir nehmen Ground. An Ground kommt der Widerstand. Drahtbrücken sind nichts für dicke Männerfinger. Okay, so, also das haben wir jetzt fertig aufgebaut. Wir haben IN06, das ist der Port, der auch einen Analog-Digital-Wandler angeschlossen hat. Jetzt schließen wir das nochmal an hier mit der Cartridge, sagen Exit und übertragen das Programm. Jetzt sollte in der Anzeige stehen, wie viel Grad es hier sind. Er misst jetzt beim NTC 10,5 Kiloohm und angeblich haben wir hier drin eine Temperatur von 23,9 Grad. Stimmt nicht ganz, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe das in anderen Sketches, habe ich das geändert, indem ich diese Zahl hier, den Beta-Wert angepasst habe. Den habe ich bei 3000 gelegt. Also man kann über das Datenblatt kann man ausrechnen, über das Datenblatt des NTCs, da gibt es eine relativ komplizierte Formel, die seht ihr hier, die ist auch nochmal in der Anleitung beschrieben, hier, mit welchen Werten man genau jetzt aus dem Widerstand des NTC ableitet, wie groß der Widerstand ist und so weiter. Das passt jetzt hier nicht ganz, ich würde jetzt einfach mal hier mal 3500 eintragen als Beta-Wert. Dann übertragen wir das nochmal
und schauen, ob der Wert etwas schlüssiger ist. 22,5 glaube ich jetzt immer noch nicht, dass das passt. Wir machen mal 3000. 21,8. Stimmt immer noch nicht so ganz, aber hier muss man ein bisschen rumexperimentieren. Und was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir die beiden Sketche oder die beiden Skripte miteinander verknüpfen, indem wir, indem der NTC die Position des Servos steuert. Und das führen wir jetzt mal in einem zusammen. Hier nochmal kurz zur Erklärung, wie funktioniert das jetzt mit dem Servo? Die Zeile Textfont ist jetzt einfach nur für das grafische Display. Es wird quasi ein Zeichensatz festgelegt. Draw Text zeigt dann auf dem Display an, um welches Beispiel es sich hier handelt. Und die Funktion Update ist letztlich die Funktion, die alles auf dieses Display zeichnet. Also 240 Pixel mal 240 Pixel. Und alles, was man eigentlich so schreibt, wird erstmal in einem Zwischenspeicher abgelegt. Und erst wenn man Update sagt, wird es wirklich dann auf dem Bildschirm oder auf dem Display angezeigt. Wir haben hier festgelegt, const angle ist erstmal 0 und const servo pin ist der C-Pin 01. Das ist dann im Grunde genommen der ION 01, wie er auf dem Breadboard steht. Dann setzen wir die PWM-Frequenz. Also der Servo funktioniert ja über Pulsbreitenmodulation. Je nachdem, wie breit die Pulse sind, die er bekommt, stellt er dann dementsprechend den Winkel ein. Also wenn der Puls genauso breit ist, wie also high ist, solange wie er low ist, dann sind wir in der Mitte. Wenn der Puls schmaler wird, dann geht er nach minus 90 Grad und wenn er breiter wird, geht er nach plus 90 Grad oder andersrum. Es gibt auch Servos, die anders aufgebaut sind. Aber um das Ganze erstmal sozusagen eine Frequenz überhaupt zu übertragen, stellen wir hier ein Set PWM Frequency 50 Hertz. Damit laufen eben die meisten normalen Servos. Es gibt auch Modellbauservos, die laufen mit 400 Hertz oder noch schneller. Das sind dann die super teuren, super genauen, die auch zum Beispiel bei Quadrocoptern dann eingesetzt werden. Und hier stellen wir jetzt den Duty Cycle ein. Der Duty Cycle ist genau das Puls-Pausen-Verhältnis. Also wie ist das Verhältnis des Anpulses zum Auspulses? Und bei 50-50 ist eben der Servo in der Mitte. Und wenn sich das verschiebt, bewegt er sich. Was wir hier machen, ist noch mit der Map-Funktion ein Mapping. Denn wir müssen nachher ein PWM-Signal senden. Und das passt nicht genau mit unseren Vorstellungen, mit unserer Sprache zusammen. Wenn wir sagen, wir brauchen 90 Grad, welches PWM-Signal muss ich dann eigentlich an den Servo senden? Der Hersteller hat hier schon mal vorgearbeitet und sagt, also für die OxoCard müsste ich dann ein Duty Cycle von 102 senden und für minus 90 Grad von 512. Damit das genau passt, gibt es hier diese Map-Funktion und die mappt eben die 102 auf die 90 Grad und die 512 auf die minus 90, damit ich nachher genau weiß, was ich richtig einstelle. Und letztlich ist die Zeile dann Write PWM, die schreibt eben genau diesen Duty Cycle an diesen Servo-Pin, der sich dann einstellt. Das Ganze kann man jetzt, wenn man es gestartet hat, kann man dann über diese Konstanteneinstellung hier, kann man das noch variieren. Dann lädt er das jeweils hoch und stellt einen anderen Winkel ein. Ich könnte jetzt aber auch hier selber einen anderen Winkel, also ihr habt gesehen, das war vorher, stand hier Winkel 0. Durch den Slider habe ich jetzt einen anderen Winkel eingestellt. Ich könnte das jetzt auch manuell einstellen, dort 90 einstellen, übertragen und dann würde sich der Servo auch bewegen. Soweit erstmal zu der Funktion des Servos. Das läuft jetzt einmal durch das Programm und dann ist es beendet, der Servo hat sich eingestellt. Beim NTC-Programm, das Ganze ist ein bisschen komplexer und umfangreicher. Hier oben, das sind alles Werte, die nachher wichtig sind, um den eigentlichen Widerstand zu berechnen, um daraus dann die Spannung abzuleiten. Das ist jetzt von Oxon schon alles vorformuliert. Im Grunde genommen kann man das also stehen lassen. Die wichtigen Dinge, die für uns interessant sind, sind eigentlich nachher, ist diese Zeile, ADC Value. Wir lesen also den analog-digitalen oder den analogen Wert vom PTC-Pin. Als PTC-Pin haben wir oben den Pin 06 definiert. Und den hatte ich ja schon mal gezeigt, ist der da unten auf dem Breadboard IN06. Hier heißt er CPIN06, aber das ist im Grunde genommen das Gleiche. Man könnte hier auch IN hinschreiben. Und dann, nachdem wir diesen Wert gelesen haben, gibt es ganz viel Rechnerei, um diesen Wert jetzt in einen vernünftigen umzurechnen und daraus abzuleiten, was ist jetzt die Spannung und welche Temperatur resultiert daraus. Also, hier wird dann eben gemessen, das Ganze wird durch
4095 geteilt, dann wird was abgezogen, dann gibt es einen Anpassungsfaktor, dann gibt es hier diese ganzen, diese Formel mit Beta und so weiter. Und ganz am Ende hier bei T gleich TK minus 273,15, das ist dann die eigentliche Temperatur, die wir dann gemessen haben. Und die wird dann hier über Draw Text angezeigt. Hier wird dann angezeigt, was der eigentlich berechnete Widerstand ist und was daraus die abgeleitete Temperatur ist. Und das Ganze, wenn kein NTC angeschlossen ist, gibt es noch eine Fehlermeldung. Und ansonsten wird das eben alle 100 Millisekunden aktualisiert und neu gemessen und neu gezeichnet. Und dieser Sketch funktioniert eben die ganze Zeit. Den lädt man einmal rauf und der wird dann in einer Schleife die ganze Zeit wiederholt. Und das verknüpfen wir dann jetzt einfach mit dem Servo und messen dann ja eine beliebige Zeit und stellen dann darüber den, den Servo ein. Dazu kommen wir jetzt. Und hier haben wir schon mal ein paar Sachen vorbereitet. Hier haben wir auch wieder die ganzen Pins definiert, die wir benötigen. Wir messen hier den Analog-Digital-Wert. Den haben wir dann gemessen. Und aus diesem Wert wollen wir jetzt einen Winkel ableiten. Und die Angaben kennt ihr alle schon aus dem NTC-Programm oder dem Skript. Der Winkel, den mappen wir auf die Temperatur. Und diese, hier haben wir wieder diese Map-Funktion. Wir geben an, die Temperatur, die liegt normalerweise, oder für uns wollen wir die zwischen 40 und 10 Grad messen. Und 40 Grad soll dann einen Winkelausschlag von minus 90 haben und von 10 Grad soll von plus 90 haben. Und indem wir eben das darauf mappen, können wir eben genau den Wertebereich des Servos voll ausnutzen. Und mit diesem gemappten Engel oder Winkel, den mappen wir dann wieder auf diese internen PWM-Angaben, wie eben schon in dem Servo-Sketch erklärt, und dann funktioniert das Ganze. Wir stellen dann hier den Duty Cycle ein. Diese Zeile löschen wir nochmal, das ist aus einem vorhergehenden Beispiel. Dann zeichnet er auf den, auf das Display, was wir gemessen haben, und dann wartet er eine Sekunde und geht dann wieder von vorne los. Das Ganze übertragen wir jetzt mal. Also wir messen jetzt hier eine Temperatur von 18,3 Grad. Die kommt auch ungefähr hin, sinkt gerade. Wenn ich jetzt den NTC erwärme, dann sehen wir, dass der Servo sich bewegt. Ich könnte da jetzt zum Beispiel mir selber eine Temperaturskala hinterlegen und die zeichnen. Oder ich könnte jetzt, wenn es ein richtiges, ich könnte mir damit einen Thermostat bauen. Je wärmer es wird, desto wird unten ein Ventil zugestellt oder ich schließe ein Fenster oder eine Tür oder irgendwas wird betätigt. Und wenn es dann jetzt wieder abkühlt, dann sieht man, jetzt geht es wieder zurück. Und das ist im Grunde genommen jetzt ein ganz einfaches Thermostat. Wir haben in unserem Heftartikel haben wir das Ganze noch mit MQTT verknüpft, damit man das sich auch auf dem Smartphone angucken kann, was sind gerade für aktuelle Temperaturen. Und wir haben das Ganze auch noch mit einem Buzzer verknüpft, wenn es über 30 Grad Celsius sind, dass dann der Buzzer angeht und Alarm schlägt, dass man nachguckt, warum sind im Kühlschrank 30 Grad oder wie auch immer. Ja, das Schöne daran ist, man kann also quasi mit den Beispielen aus der Arduino IDE, aus der NanoPy IDE, kann man die Sachen sich selber zusammenbasteln. Man hat die Aufbauanleitung, man hat die Codebeispiele und kommt so relativ schnell zu schönen Prototypen, die auch schön zu bedienen sind, leichter als die IDE von Arduino. Ja, und das macht Spaß. Dankeschön fürs Zeigen. Wo kriege ich jetzt denn neue Ideen her, was ich damit machen kann? Also neue Ideen, wir machen oder bereiten gerade ein Make-Special vor, das wir zusammen mit dem Inventors Kit dann bundeln. Da gibt es neue Ideen. Und wir, weil es unser eigenes Ökosystem jetzt ist, was wir auch wirklich selber gut finden und nicht einfach nur des Geldes verdienen, um des Geldes zu verdienen, anpreisen, werden wir damit einfach künftig mehr Projekte in der Make bringen, statt jetzt nur mit ESP oder mit Arduino. Und ich hoffe, dass dann auch aus der Community weitere Anregungen kommen, die zeigen, guck mal, was ich Cooles damit gebastelt habe. Und insofern, stay tuned, wir werden mehr bringen. Das heißt, ich kann mir jetzt eben das Set kaufen, genau. Bin dann für die nächsten Artikel, die genau mit dem, die auf dem Set aufbauen, bin ich gewappnet. Genau. Und wenn ihr so ein Set habt und was Cooles damit gebaut habt, dann schickt uns das gerne einfach. Vielleicht wird es ja ein Artikel in der Make. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Ciao.